Liebe Schwestern und Brüder, eine lange Geschichte der Trennung kommt heute in unserem Abschnitt aus dem Buch Genesis zu Ende. Es ist viel geschehen, seit der alte Jakob seinen Sohn mit seinem bunten Rock zu seinen Brüdern schickte, um nach dem Rechten zu sehen. Sie ihn überfielen, sie ihn schließlich verkauften, dann doch noch absahen, ihn umzubringen, aber ihn verkauften und er schließlich nach Ägypten gelangte, wo er zum Retter wird. Jetzt treffen beide wieder aufeinander, Jakob und der Sohn Josef. Wir Christen lesen diese Geschichte von Anfang an noch einmal in einem anderen, vielleicht dürfen wir sagen helleren Licht, weil sie das abbildet, was Gott selber tut. Er schickt den eigenen Sohn zu seinen Brüdern in der Menschwerdung, die ihn aber dann verraten und verkaufen und schließlich umbringen. Und genau so wird er zum Retter, wie Josef in Ägypten alles vorbereiten konnte, damit diese großen Sippen, diese 11 Sippen, die da heranrücken mit ihren Patriarchen, damit sie überleben nach Jahren der Hungersnot, weil es zu Hause nichts mehr gibt. Und dann geschieht diese große Rettungsgeschichte, nachdem sie dort mehr und mehr in die Unterdrückung geraten. Wir werden das in den nächsten Wochen im Buch Exodus hören. Gott erlöst sie. Zunächst durch Josef in Ägypten und dann durch den großen Auszug in das Land der Verheißung. Zurück nach Hause, wie es auch unser Weg ist. Denn der neue Josef, der eigentliche Josef, Christus, uns vorangeht. Den Weg nach Hause zum Vater. Es gibt ein kleines Wort in unserem Text, das sozusagen die christliche Deutung noch einmal sehr stark unterstützt. Als Josef vor dem Angesicht des Jakob erschien, wir haben das gehört, wie sie sich treffen in Goschen. Dieses Wort wird normalerweise im hebräischen Text nur für eine Gotteserscheinung verwendet, dieses Erscheinen vor dem Angesicht. Ja, diese Begegnung hat einen göttlichen Schein. Das helle Licht der Begegnung sehen wir in Christus, in dem wir Sohn und Vater zugleich sehen. Wie der Vater vorhersieht, voraussorgt und Rettung schenkt im Sohn.